ich hab Routinepunkte. Oh, je, je. Mal sehen, wie viele Level es diesmal sind. So, das kannst du. Wie viele Möglichkeiten habe ich eigentlich irgendwo? Ah, okay. Ein paar Möglichkeiten habe ich, wo reinzukommen. Ich bete nur, dass wir nicht in den komischen Tempel reinkommen. Ich habe keinen Regener. Ich habe echt einfach noch keinen Regener. Oh. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Das hier muss dann mal mit rein. Wir gehen schon. BB Hybrids. Ja. Yay. Oh, bitte, 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 bitte nicht der Tempel. Bitte nicht der Tempel. Bitte, 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 bitte. Gott sei Dank. Den Tempel überstehe ich nämlich nur mit Regener. Das hier wird easy. Das wird easy. Stimmt, Vitra hätte ich auch noch nicht. Da wäre ich richtig gelackt, Meiert. Nice. Wir haben zwei Reaper. Genau. Hybrid, geht's dir gut? Also ich frag nur mal so nebenbei. Geht's dir gut? Oder hast du ein neues Lieblingswort? Was? Du hast was? Ihr Generat? Was ist mit euch? Hä, hey, Regena? Oder Regena, ja. Und? Wo ist das jetzt falsch? Hä? Es hat nicht so viele E! Nein. Einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Dann wäre es wohl in allen anderen Final Fantasies wohl auch falsch ausgesprochen. Würde ich mal behaupten. Ich sage nur Salat. Nicht wahr, Hybrid? Ich würde immer erst bei einem selbst anfangen. Bevor man auf andere geht, ne? Also, ne? Nur so nebenbei. Salat. Es wird übrigens Salat ausgesprochen. Das hat nie aufgehört. Oh, Hilfe. Das hat nichts mit Akzent zu tun. Das hat nichts mit Akzent zu tun. Also Salat ist ja wohl... Das ist ein ganz eigenes Wort. Ist trotzdem falsch. Erinnert nichts an der Tatsache, dass es falsch ist. Ach, Hybrid, hör auf zu diskutieren. Da habe ich heute keinen Bock drauf. Okay,
brauche ich nicht. Das ist diskutieren. Ich komme. Kleine Heilerin kommt. Bin schon da. Mal erwähnen, wenn ich mich freue, dass ich mein Vita habe. Die Sense sieht geil aus. Was ist das für eine Sense? Das war falsch. Ja, ist ja gut. Ich will die Sense auch haben. Ich bin da. Ich will die Sense haben. Aber verdrückt. Ja. Will ich's wissen? Yay, Level 42. Mit was bin ich reingegangen? Mit 38? Ich glaube mit 38. Danke, Kitty. Ich bin kurz vor der 43. Weiter, es geht sofort weiter.
Oh Gott. Meisterin im Schnelltippen nicht. Oh Gott. So. 38, 2 WS bekommen. So. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich? 9. Süße, zarte 9. Toll. Wird's bei einem Gelenke jetzt auch noch mit rein? Schaffen wir ja noch fix. Wird ja hoffentlich kein langer sein. Habe ich glaube ich auch noch gar keine langen. Nee. Noch habe ich keine. Mhm. Okay. Mhm. Ich kann das doch. Naja. Ja, ich nicht. Nicht mal auf dem anderen. Aber auf dem anderen mache ich jetzt zur Zeit recht wenig. Noch nö. Da ist 43. Ich heile einfach nur. Meine Ziele sind eh immer direkt tot. Hi. Servus. Ich bin die Heilerin. Tag. Das nicht. Servus. Ja, tschüss. Du, was bringt denn jetzt von der Zeit? Wir haben immer noch 40 Minuten. Was mache ich denn jetzt in 40 Minuten? Klappenquests habe ich noch jede Menge. Das wird halt auch nicht weniger. Ich habe tatsächlich noch erst die Klassenquests Level 20. Ich glaube, wir sollten erst die Klassenquests weitermachen. Wo sind wir bei... Ah, bei 27, okay. Ist auch recht in der Nähe, wenn die Karte laden würde. Okay. Danke, Kitty, fürs Mitkommen. Die Brille, ey. Langsam, aber sicher. Okay, also einmal. Die dann, ja? Und komm, du kriegst den Senior Kaktor nochmal.
So, dann Rückführung. Der Krieger aus weit entfernten Welten hat seine Arbeit getan. Nun kehrt er nach Hause zurück. Alles klar. Ich gehe einmal kurz. Oh, auf zum Markt. Gutes Deutsch. Auf zum Markt. Der versucht da hochzukommen. Ich habe ich bisher auch nur einmal geschafft. Trost? Was ist denn ein kleiner Trost? Ah, das! Ah, okay. Ich war verwirrt. Das ist die Gärtner-Quest. Ich habe keine Unternehmungen. Habe ich was verkauft? Ja, habe ich. Habe ich bei dem anderen auch noch was? Nee. Wie viele? Sechshundert. Wie viel brauche ich, um Level abzukriegen? Oh, das sind doch bestimmt 5.000 bis 6.000. Ich krieg das so wieder nicht zusammen. Ich heule. Gucke ich gleich nach. Nein, nicht das Flugkätzchen. Druidengilde. Und im Disc. Ist doch nichts. Ich habe nämlich Discord gerade nebenbei noch offen. Weil nicht, dass ich Dinge verpasse. Wenn man jetzt drei Sachen auf einmal machen muss. Warte, ich gehe gleich weiter. Ich muss kurz Sio antworten. Siot fragen.
wenn man sich selbst nochmal verschreibt. Weiter geht's. Ich habe keinen Bock auf die Sylphen-Quest. Also auf Sylphies Quest. Ich habe gerade Sylphen gesagt, ich meine aber Sylphies. Ich kann das Vibe nicht ab. Oh, kann ich irgendwas davon gebrauchen? Nein, kann ich nicht. Sehr gegrüßt, Herr Daria. Du strahlst die Zuversicht einer Druidin aus, die ihre Studien der Natur erst ernst nimmt. Ich habe heute keine Lektion für dich. Stattdessen möchte ich dich darum bitten, mir bei der Ausbildung von jemand anderem zu helfen. Ja, ich spreche von Sylphie. Ich habe ihr endlich ein Versprechen entlockt, sich mit den Kräften der Natur zu beschäftigen. Aber ich fürchte, ganz so einfach ist die Angelegenheit nicht. Sylphie hat niemals versucht, die grundlegenden Angriffszauber zu lernen, die du und die meisten anderen Druiden meistern, bevor sie das erste Mal durch die Wildnis streifen. Ich kann sie nicht einfach auf Hexagone loslassen und hoffe, dass sie dadurch ein Verständnis für die Elemente gewinnt. Stattdessen könnte es ausreichen, wenn du die Verdorbenheit für sie bereinigst. Nimm sie mit auf eine Reise durch den Wald der Einkehr und gib ihr die Gelegenheit, diese Begegnung aus erster Hand zu erfahren. Erde, Wind, Wasser. Sie muss all diese Elemente verstehen. Zeig ihr die Schönheit und Urgewalt der Natur. Die erste Lektion sollte sich wie bei dir mit der Erde befassen. Sylphie wartet am Gutswiesegrund auf dich. Vergib mir meine Voreiligkeit in dieser Angelegenheit, aber ich dachte, es wäre am besten, dir schon mal vorzuschicken, solange ihr Wille noch stark ist. Wenn du die verdorbene Erde am Zwiesegrund ausfindig gemacht hast, rufe das unreine Hexagon hervor, lasse Sylphie der Auseinandersetzung beiwohnen. Mögen die Gebieter mit dir sein, Herr Daria. Na toll. Darf ich dir Drecksarbeit machen? Zwiesegrund. Oh Gott. Gutswiesegrund, wo ist die Alte? Die Alte ist da hinten. Ach du Heilige. Okay. Sylphie! Hier ist die aus Final Fantasy 8 nicht auch so? Gedorbene Erde. Dieselben Sachen, die wir vorher auch schon gemacht hatten. So. Madame? Ah, ich hatte keine Angst. Ich war einfach nur ein wenig erschrocken. Das ist alles. Es wäre eine Gestalt von massivem Zorn aus der Erde hervorgebrochen. So hat es sich angefühlt. Ich meine, ach, vergiss es. Wir müssen als nächstes zum Stubben. Komm schon. Zum Stuben. Zum... Ah. Das Vogelvieh wieder. Der mit seinen schön leuchtenden Flügeln. Ich finde ihn so schön. Baumkronen, Bussard und Leuchtkäfer habe ich hier noch. Muss ich unbedingt noch machen. Das Schlimmste ist nur, bald ist mit dem Schei schon, also mit der Klasse schon wieder finito. Geht nur bis 50. Danach kommt dann der Pignier dran. Glaube ich. Denke ich. Bei den Göttern. Der Wind ist geradewegs durch mich hindurch durchgeweht. Er fühlte sich zugleich sanft und heftig an. Ich kann es kaum beschreiben. So etwas kannst du beschwören? Lass uns weiterziehen. Der letzte ist am Lilienstein. Ich glaube, ich werde mit der Klasse jetzt auch erstmal die Klassenquest durchmachen. Um zu sehen, wie weit ich da noch weitermachen kann.
Ich meine, wir sind 43. 7 Level können wir noch. Und morgen kommt bestimmt noch 1 bis 2 Dailies rein. Also wahrscheinlich nur eine, weil dann bin ich schon 50. Ich weiß noch nicht, wie wir das morgen machen. Huch. So, da vorne ist Sylphi. Hallo Sylphi. Der See ist wunderschön. Ich habe nie zuvor bemerkt, wie klar sich der Himmel auf seiner Oberfläche spiegelt. Ich habe es nie bemerkt. Lass uns heimkehren. Ich bin bereit, mit dem Guildmaster zu sprechen. Yay. Toll. Damit die Baumschnecken dagegen kommen, Mann. Mein Essen. Nichts. Nicht? Nichts. Das hier ist überbacken. Ja. Lecker. Ja? Ja. Heißt es wirklich? Sind von den Dingern noch welche da? Von denen? Okay, super. Ding. Roll ist tot. Ja. Hab ich gemacht. Ja. Wieder falsch. Was? Ich freue mich da voll drüber. Lecker. Cat, I'm a kitty cat, and I dance. Mappa! Gott sei Dank höre ich das nicht. Gott sei Dank. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, and I dance. Die Mappa ist da! Ah, die Mama. Die Mama. Kuckuck. Hallo, Mappa. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Wie geht's dir? Kuckuck. Hab grad Fressen gebracht. Glaubt ihr, Förderung? Das ist lecker, oder? Ja. Sehr. So, kann das es dir schmecken? Toll. Sag mal was! Was? Trinken! Ich versaute mir meine Mähne. Bitte nicht wieder reinrübsen. Besser? Ja. Warte, ich wollte das hinten in deine Kapuze stecken. Nee, nix da. Wann fährst du los? Das Auto muss noch ein bisschen laden. Weil ich es ausgesaugt habe, hat es nicht geladen. Ah.
Ja. Denk mal so in einer Stunde. Okay, sag's mir Bescheid. Ja. Jetzt mache ich erstmal die Katzenkackhäuser fertig. Kackhäuser. Kackhäuser. Okay. Okay. Danke fürs Essen, mein Bitte Schatz. schön. Fettsack. Ist doch richtig. Na mal. Und wie sind die Tomaten? Gut. Guck mal, die ist richtig zart. Ja. Ich mach sie ja lieber rot. Zart. Bis später. Bis später. Dankeschön. Wofür? Hose hoch. Hose bald. Soll ich mir eine Tüte Chips kaufen? Wir haben keine Chips. Soll ich mir eine Tüte Kekse kaufen? Kannst du machen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Aidaria LP. Der Versandweg wird mitberechnet. Jo. Fürs Hoch- und Runtergehen. Jo. Ja. Punkt 37, mein Termin. Etwas halt, den Rest kennst du ja. Ja. Halt mich auf dem Laufenden, Mappa. Wenn du magst, natürlich. Tudalü. Tudalü. Lass sie dir schmecken. Ja. Juppie. Möchte das doch dann aufwissen. Kennst mich ja. Ich denke mal, ich werde morgen auch so ab 8 Uhr, 9 Uhr wach sein. Also du kannst dann jederzeit schreiben. Bin zwar doch 10 Uhr versucht zwar zu starten, aber wie gesagt, Handy habe ich ja eh immer dabei. Also, ne. Nur damit du Bescheid weißt. Aber schön, dass du reinschaust. Ich gehe richtig. Ich war gerade am Überlegen, was ich machen wollte. So, 20 Minuten noch. Ich muss den Server mal kurz im Auge behalten. Damit ich nicht verpasse, wenn Sio da sich reingesellt. Ne? Hm, okay. 5000. Denke ich, ich möchte mich dann morgen Abend dann erst verarbeiten und dann muss ich ja noch bis 16 Uhr arbeiten. Alles klar. Wie gesagt, ansonsten kannst du jederzeit schreiben. Ich bin da. Sollte ich nicht vergessen, mein Handy aufzuladen. Aber da Fotos ja morgen eh fährt, ist das Handy sowieso aufgeladen. Muss ja auch immer wissen, wie es meinem Schatz hier geht, wenn er unterwegs ist. So, ich glaube, die nächste Quest werde ich nicht schaffen. Mal gucken. Wir lesen erstmal. Willkommen zurück, meine eifrige Druidin. Wie waren die Begegnungen mit den Elementen der Natur? Sylphie, was hast du gespürt, als Aidaria die Quellen der Verdorbenheit bereinigt hat? Es klingt seltsam, aber ich dachte, ich würde Freudenrufe vernehmen. Und ich fühlte, wie diese Freude mich übermannte. Die Welt um mich herum erschien schärfer und lebendiger. Es war fast so, als würde die Natur zu mir sprechen. Aber warum, Esemian? Warum hat meine Mutter nie versucht, mich diese Seite des Druidentums zu lehren? Du musst nicht alle Antworten auf einmal suchen, Sylphie. Dein Verstand ist noch immer mit zahlreichen neuen Eindrücken beschäftigt.
Die erste Verbindung mit der Natur ist eine wundervolle, aber verwirrende Erfahrung. Du solltest dir ein wenig Zeit nehmen, um diese neue Perspektive zu verarbeiten. Ja, Gildenmeister. Yay. Smile. Ich danke dir, alter Herr. Mit deiner Hilfe hat Sisyphi einen wichtigen Schritt gemacht. Diese Freudenrufe könnte das bildlich gesprochen gewesen sein. Falls Sisyphi wirklich das Flüstern der Gebieter vernommen hat, so wäre dies äußerst erstaunlich. Solch eine Empfänglichkeit für die Natur stellt sich sonst erst nach Jahren der Meditation und des Trainings ein. Vielleicht hat sie eine natürliche Gabe dafür. Wir wollen mal nicht allzu voreilig sein. Das Mädchen hat ihr Potenzial ja noch nicht mal annähernd geweckt. Und um ihrem vollen Potenzial gerecht zu werden, wird auch weiterhin deine Unterstützung notwendig sein. Ich vermute, sie hat es versäumt, doch zu erwähnen, dass ein Versprechen, sich an ihrer Ausbildung zu beteiligen, der Grund für ihren Sinneswandel war. Du unterschätzt womöglich den Effekt, den deine ruhige Entschlossenheit auf die junge Sylphie hatte. Sieh es als Teil deines eigenen Trainings an. Den Druiden heilen Wunden, auch solche, die nicht sichtbar sind. Begleite sie auf ihrer Reise, Altaria, und erforsche die Mysterien der Natur zusammen. Wir nehmen das Geld. Hi. Da wird es wahrscheinlich auch auf das Geld hinauslaufen. Willkommen, Aldaria. Die Kunde deiner Taten erreicht mich selbst in der Abgeschiedenheit der Götter der versunkenen Gedanken. Grotte der versunkenen Gedanken. Ich freue mich über dein Kommen, da ich dich gern um einen Gefallen bitten würde. Ja, es geht einmal mehr um Sylphie. Wie du dir sicher vorstellen kannst, waren die jüngsten Enthüllungen bezüglich ihrer Mutter ziemlich verwirrend für sie. Anscheinend benötigt Sylphie ein wenig Zeit, um all diese Emotionen zu verarbeiten. Kurz gesagt, sie ist aus der Gilde geflohen. Glücklicherweise wurde sie von einer Gruppe von Druiden im Südwald gesichtet, die dorthin entsandt wurden, um eine neue Verdorbenheit in Augenschein zu nehmen. Da dies eine äußerst wichtige Mission ist, möchte ich die Druiden jedoch nicht von ihren Pflichten abhalten. Daher möchte ich dich bitten, Sylphie zur Gilde zurückzubringen. Ich glaube, du bist einer der wenigen Leute, auf die sie hören wird. Reise zunächst zu Buskerons Horst und sprich dort mit Wulfiu. Sie war die Erste, die mit Sylphie zu tun hatte und wird dir sicherlich erzählen können, wie es der jungen Dame geht. Yay. Essen. Mein erstes Essen heute. Tatsächlich. Ich habe heute noch nichts gegessen. Meine erste Nahrung. Weil wir den ganzen Tag unterwegs waren. Wir waren erst um 15:30 zu Hause. Dann haben wir noch telefoniert. Dann hat er mich nochmal für eine Stunde hingelegt und dann hat das Streamchen angefangen. Und heute Morgen sind wir seit... Also Putsche sind sowieso schon länger wach. Ich glaube seit 7 oder 6. Und ich bin um 10 aufgestanden und hatte seitdem keine Zeit zu essen. War aber gestern genauso. Gestern hatte ich einen kleinen Joghurt, dann den ganzen Tag bis, ich glaube, 18 Uhr gar nichts. Um 18 Uhr hatten wir dann in der Westernstadt gegessen, wo wir gewesen sind. Ja. Ja. Also keine Zeit zum Essen tatsächlich.
Er tut ja auch mal ganz gut. So. Dann hängt mir das nicht die ganze Zeit im Essen drin. So. Vollführung. Schön, dich wiederzusehen, Adaria. Ich nehme an, Isumi Jan. Hat dich vor der Verdorbenheit gewarnt, die meine Kameraden und ich hier im Südwald bereinigen sollen. Die Quelle dieser enormen Störung liegt südöstlich von hier. Die schrillen Stimmen der Gebieter sind in der Nähe des Welkenbaumstrahls zu vernehmen. Ich schlage vor, du vermeidest diese Gegend. Angesichts dieser Gefahr kannst du dir sicher vorstellen, wie besorgt ich war, als ich hörte, dass die junge Sylphie durch diesen Teil des Finsterwalds streift. Anscheinend war ihre Mutter eine Frau, die mit der Druidenkunst teilte, aber nicht von der Gilde ausgebildet wurde. In dieser Gegend zu Hause. Sylphie hat ihre Nase in irgendeinem Wälzer stecken, aber wenn sie so empfänglich für das Murmeln der Gebieter ist, wie ich glaube, dann wird der Lärm in ihrem Kopf sie sicherlich zu dieser Störung führen. Bitte spreche mit ihr und stelle sicher, dass es ihr gut geht. Ich würde das nur zu gerne selbst übernehmen. Aber unsere Aufgabe hier ist zu wichtig. Wir werden jeden Moment aufbrechen. Lass sie uns mehr schmecken. Das tue ich. Außerdem hat Frischus ja das Essen zubereitet. Das kann nur schmecken. Daria? Ah, ich hätte das wissen müssen, dass Wolfie plaudern würde. Und Isumi Jan hat dich geschickt, um mich zurückzuholen, nicht wahr? In diesem Ort hat einst meine Mutter gelebt, musst du wissen, bis sie verschieden ist. Die Leute waren ihr stets dankbar für ihre Hilfe. Und dies ist das Tagebuch, das sie geführt hat. Es enthält einen Eintrag, der erklärt, wie die Natur wütend wird, wenn die Druiden ihre Kunst ausüben. Und warum stets mehr Leute in Kämpfen verwundet werden, wenn Sterbliche die Macht missbrauchen, die ihnen nicht zusteht. Meine Mutter lehnt es ab, sich der Kräfte der Natur zu eigen zu machen, da sie diese nicht verärgern wollte. Sie würde über solche Dinge nicht die Unwahrheit sprechen. Daher möchte ich tun, was sie gewollt hat. Hätte. Ich werde die Druidenkunst völlig abschwören. Nicht schlau. Ah, ich habe diese Stimme noch nie so wütend erlebt. Ich wette, es liegt daran, dass Wulfiu und die anderen zu viel ihre Druidenkunst einsetzen. Wir müssen sie aufhalten. Ich glaube, das schaffen wir in 10 Minuten nicht mehr. Egal. Kinder. Noch ist Io nicht im Voice. Noch haben wir Zeit. Pass auf, und gleich ploppt dein Voice auf. Ich ahne es schon fast. Bei den Göttern, es ist so laut. Kannst du es hören? Die Natur schreit vor lauter Wut. Sicher. Hoch. Genau, einfach zweimal Wind drauf. Das schaffe. Sollte ich. Bruder Joachim könnte ein bisschen leiden. Jetzt müssen wir mal drin stehen. Jo, packen wir. Alles klar. Ich kann nicht fassen, dass die Natur uns geholfen hat. Dass wir überhaupt nichts Beängstigendes dran. Ich würde mich vermutlich noch immer fragen, ob es sicher ist für Druiden,
sich die Kräfte der Natur zu eigen zu machen, wenn ich nicht gesehen hätte, wie ihr sie beherrscht. Nichts könnte natürlicher sein. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich in die Gilde zurückkehre. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die ich zunächst einsammeln muss, also geh ruhig schon mal vor. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Okay. Das ist. So. Dann logge ich mich auch gleich aus. Und begebe mich ins Haus. Hey, wir haben es dann wenigstens bis 30, bis zur ersten 30er geschafft dann. Zur ersten 30er Quest. Dann haben wir morgen nicht mehr ganz so viel zu tun. Auf Covid. Willkommen zurück, Adaria. Schön, dich zu sehen, Sylphie. Ihr seid mir Jan. Es tut mir leid, dass ich einfach so weggelaufen bin. Ich verstehe schon, Kind. Hast du die Antworten auf deine Fragen gefunden? Ja, danke, Adaria. Sie hat mir gezeigt, dass man sich von der Natur nicht zu fürchten braucht. Ich glaube, ich verstehe, warum meine Mutter es ablehnte, sich der Kräfte der Natur zu bedienen. Sie dachte, dass sie es der Natur selbst Leid zufügte. Ich verstehe. Also, wenn es ihre Liebe zur Natur war es ihre Liebe zur Natur, die sie davon abhielt, sich ihre Stärke zu bedienen. Sylphie, hat sich der Nebel der Unentschlossenheit nun aus deinem Bewusstsein verzogen? Das hat er, Genmeister. Ich verstehe nun, warum meine Mutter ihren Pfad eingeschlagen hat. Das freut mich zu hören, denn ich muss dir noch eine Frage stellen. Ja, Isumian? Als du das erste Mal erlebt hast, wie Adaria ein verdorbenes Element gereinigt hat, hast du erwähnt, Stimmen zu vernehmen. Wie genau haben diese geklungen? Die Stimmen, sie waren voller Freude, wie das vielstimmige Raunen bei einer fröhlichen Versammlung. Ich habe sie wirklich gehört, ich schwöre. Dann habe ich keinen Zweifel, Sylphie. Es ist eine Gabe. Druiden mögen die Kraft der Natur spüren und sich ihrer Stärke bedienen, aber sie hören ihr Flüstern nicht. Was du beschreibst, sind die Stimmen der Gebieter. Du besitzt womöglich das Talent, eine Seherin zu werden. Eine Seherin? Natürlich hängt viel von deinen Studien des Druidentums ab. Du hast eine natürliche Begabung. Aber bisher mangelt es dir an Hingabe. Du darfst deine Ausbildung nicht vernachlässigen, Sylphie. Und wo wir schon von diesen Dingen reden. Ich bin neugierig, was diese Verdorbenheit angeht. Dass ihr im Südwald begegnet seid. Sie schien mir von einer anderen Art zu sein, als der ihr zuvor begegnet wart, nicht wahr? Das klingt nicht gut. Matschekuchen gibt es normalerweise nicht im Wald der Einkehr. Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang mit der zunehmenden Häufigkeit dieser Störung gibt. Etwas, das über die durch die Katastrophe verursachten Schäden hinausgeht. Ich werde mich mit den Gebietern beraten und versuchen, diese Bedrohung zu identifizieren. Daria, Sylphie, womöglich benötigt ihr schon bald wieder eure Hilfe. Kehrt zu euren Studien zurück und trainiert eure Fähigkeiten. Mögen die Gebieter stets mit euch sein. Okay, wir nehmen wieder das Geld. Jo, passt doch perfekt. Sio ist nämlich gerade ins Fuß gehüpft. Hüpfe ich ihm gleich mal hinterher. Mm.